Guten Tag, liebe Wales, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir wollen heute zusammen Buttercreme machen, um Kuchen oder Waffeln oder sonst was zu pimpen. Und dazu brauchen wir, ich möchte halt, das ist jetzt auch mal wieder ein Experiment, ne? Ist ein Thermomix-Rezept, wie immer könnt ihr auch alles ohne Thermomix irgendwie nachmachen, denke ich mal. Ich möchte nicht so viel Zucker in meiner Buttercreme haben, also werde ich... Ah! Scheiße! Ah, verfickte Fluchscheiße. Gut, dass ich alles vorher hier gerade gewischt hatte. Das heißt, ich kann diese... Ah! Diesen Zucker... ohne Bedenken weiterverwenden. Ja, super, ne? Gott sei Dank frisch gewischt. Oh no, ey. No, 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 ey. Oh. Das ist wieder Dirty Cooking extrem, ne? Darf wieder keiner sehen, ey. Meine Fresse. Meine Fresse, ne? Ah, ey, glaubt das oder glaubt das nicht? Ist mal wieder so typisch, ne? Ja, der muss jetzt aber in den Müll. Ach Quatsch, in die Wäsche. Eben einen neuen Lappen. So, neuen Spüllappen. Da haben wir es. Oh Leute, ey, so ein Schreck am frühen Morgen. Auf alle Fälle will ich mit meinem Thermi hier Buttercreme-Torte machen. Buttercreme machen, um Kuchen zu pimpen. Meine Fresse. Und dazu will ich ein bisschen Zucker mit Zucker ersetzen. Aber ich weiß noch nicht, wie viel. Das schauen wir dann ganz spontan. Wir brauchen 250 Gramm zimmerwarme Butter. 3 Eier. Etwas Vanillezucker, Zucker und Zucker, genau. Und jetzt gucke ich mal kurz nach. Ich lasse mich ja wie immer inspirieren, aber ich mache es ja dann doch selbst, ne? Also, wir brauchen den Smetterling. Das ist der Smetterling beim Thermomix. Den nimmt man, um so Sachen zu rühren, ne? So, jetzt müssen Eier und Zucker da rein. Das ist jetzt natürlich mit Vollzucker. Wie machen wir das denn? Ich glaube, ich nehme tatsächlich Waage. Ich nehme tatsächlich 100 Gramm Zucker Light und 20 Gramm normalen Zucker nur. Ich bin mal ganz experimentell. Tun wir hier mal 100 Gramm rein. So. Und 20 Gramm normalen Zucker. Denn ich mag das nicht, wenn das so komplett danach dem Zucker schmeckt. Und dann tun wir noch Vanillezucker rein. Das ist natürlich auch normaler Zucker, vanillisierter Zucker. Kaffee auf. So. Okidoki, das machen wir jetzt. 50 Grad, 5 Minuten, Stufe 4. 50 Grad, 5 Minuten, Stufe 4. Okay. Erstmal 5 Minuten. 50 Grad, Stufe 4. Auch natürlich den Deckel draufsetzen, ne? Ja, und während das jetzt hier so ein bisschen... Warte mal. Erstmal hier ein bisschen trocken wischen, ne? Während das jetzt hier so schlägt, erzähle ich euch mal kurz, was ich damit machen möchte. Also ich liebe Buttercreme sehr, sehr, sehr. Vor allen Dingen Frankfurter Kranz liebe ich. Und ich
Ich habe gedacht, ich mache einfach mal Frankfurter Kranz für Arme. Und da fällt mir ein, ich habe noch keine gehackten Walnüsse, gehackten Haselnüsse, aber die kann ich nächste Woche noch holen oder morgen oder wann, denn die Buttercreme muss auch im Kühlschrank auskühlen. Ja, und zwar habe ich, ich muss so brüllen, Biskuitteig gemacht, also einen Biskuitkuchen nach Rezept von Manuela Heider, eigentlich ein Eierlikörkuchen, ich habe aber auch noch andere Sachen reingemacht und habe so ein Blech gemacht, ne? Und da habe ich jetzt so viereckige Kuchen halt, ne? Viereckige Dinger, die werde ich längs durchschneiden, dass ich also einen Boden und einen Deckel habe, aber so viereckig, ne? Dann werde ich, wenn die Buttercreme was wird, werde ich mit einem Spritzbeutel so tupfen, da drauf setzen und dann zwischen die Tupfen und überall Amarena-Kirschen mit ein bisschen Amarena-Soße tun. Oh, ich krieg schon Bock, ne? Und am Schluss oben auch noch ein bisschen Buttercreme drauf und dann gehackte Haselnüsse drauf. Ich könnte mir vorstellen, ich Idiot! Ich habe die Eier vergessen. Ich denke schon, was staubt das hier? Was ist das denn heute für ein Scheißtag? Eier müssen auch rein. Und es kocht. Oh Mann, ey, wie blöd ich bin. Ist nach 2 Minuten gemerkt. Oh Mann! Die Eier. Oh, was ist heute für ein Tag? Nicht meiner. So viel steht fest. So. Oh Mann, hoffentlich ist jetzt nicht alles. 5 Minuten, 50 Grad, Stufe 4. Oder musste die Butter da rein? Nein. Ganz verrückt. So, aber jetzt habe ich euch geschildert, wie es dann aus, was ich vorhabe. Und ihr könnt euch dann vorstellen, diese hässlichen... Es wird nichts. Diese köstlichen viereckigen Biskuitschnitten gefüllt mit dieser hoffentlich noch gelingenden Buttercreme mit Amarena-Kirschen getoppt mit Buttercreme und Haselnüssen. Ja, na ja, gut. Wer will was von mir? Ach, ja. Also ich glaube, das könnte köstlich sein und ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwie, wenn man abgekühlte Waffeln hat, also die nicht aufgegessen wurden oder sonst was, die mit ein bisschen Buttercreme bestreichen, ein bisschen Obst vielleicht drauf, dann Deckel, noch eine Waffel drauf und dann in diese Herzform, dass man so Buttercreme Waffeln, Waffelhappen hat. Boah ey, ich kriege jetzt so einen Schmacht schon. Naja, aber wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht, ne? So, und jetzt soll das noch 5 Minuten ohne Temperatur geschlagen werden. Dann machen wir das mal. Nochmal 5 Minuten ohne Temperature. Ich koche parallel schon Kartoffeln hier. Nicht für die Buttercreme. Leute, ohne Thermomix machen das natürlich 5 Minuten im Wasserbad mit Mixer und dann 5 Minuten ohne Wasserbad. Doch noch ein bisschen Vanille. So, jetzt ist hier diese Eier-Zuckermischung schön schaumig geschlagen worden und die müssen wir jetzt auskühlen lassen oder besser zumindest etwas abkühlen lassen, gar nicht ganz auskühlen und dann den Mixtopf spülen und dann die weiche Butter aufschlagen. So, Mixtopf sauber.
alles umkippen und den Thermomix nicht noch mehr versauen. Einmal spülen. Ist denn die Spülbürste? So gründlich dazu machen ist nicht wichtig, weil hinterher kommt ja auch sowieso alles zusammen. So, wie geht es nochmal? Weiche Butter, 3 Minuten, Stufe 4. 3 Minuten, Stufe 4. Okidoki. Smetterling mit Smetterling. Also ihr könnt jetzt die Butter ganz normal, wenn ihr keinen Thermomix habt, mit eurem Mixer in einer Schüssel 4 Minuten schaumig schlagen. Wichtig ist, dass die Butter wirklich weich ist und Zimmertemperatur hat. Die ist hier nämlich richtig schön schleimig. Und am besten ist, ich habe jetzt mild gesäuerte. Süßrahmbutter ist eigentlich, glaube ich, besser für Buttercreme. Aber ich will ja sowieso nicht so süß haben. Was habe ich gesagt? 3 Minuten Stufe 4. Dann machen wir das mal. Also ihr könnt 3 Minuten bei mittlerer Laufstärke eures Mixers dann die Butter schaumig schlagen. Zwischendurch muss man immer gucken, dass man ein bisschen, wenn was am Rand hochkommt, dass man das ein bisschen runterschiebt. Und dazu eignet sich am besten ein Spatel, der oben gerade ist und nicht wie dieser abgeschrägt. Der ist zum Runterschieben, der zum Rauskratzen von so runden Töpfen. Ja. Wir kochen die Kartoffeln. Für Spitzkohl durcheinander. Echtes niederrheinisches Rezept. Filme ich euch auch mit, wie das geht. Doppelfilming. Herzhaft und süß. Eben kurz gucken, ob was am Rand hochgegangen ist. Wo habe ich das denn jetzt hingelegt? Jetzt habe ich euch das so schön erzählt, ja. Schieben wir mal am Rand etwas runter. Aber es geht. Es ist nicht dramatisch. Und danach wird eigentlich nur noch hier diese Eiermasse dazu gegeben und dann haben wir alles. Mal gucken. Ich glaube, das hat sich wieder ein bisschen am Rand hochgeschoben. Tun wir noch mal runter. Soll ja schön fluffig werden, die Masse. Ich hoffe nur, dass das mit dem Zucker funktioniert. Ne? Wenn das nicht funktioniert, bin ich am Arsch. Im Arsch sozusagen. Jetzt läuft alles einfach bei Stufe 4 weiter und wir lassen dieses in dünnem Strahl hineinlaufen. Mal schauen. Schmeckt nach leckerer Buttercreme, aber ganz weich, ne? Jetzt noch einmal vermischen. Sodele. Und jetzt tun wir es in eine Schüssel und zum Auskühlen in den Kühlschrank.
gucken, ob ich eine habe, die richtige Fassungsvermögen hat. Hier haben wir, was haben wir denn hier? Wie rum muss ich das denn halten? Ich bin so blind, das kann ich noch nicht mal lesen. Die? Ich glaube, ich nehme die größere. Ich sag euch, Leute, so sieht die Buttercreme aus. Die riecht nach Buttercreme. Und Leute, soll ich euch was sagen, die schmeckt auch nach Buttercreme. Mhm. Ich glaube, die ist gut. Mhm. 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 Oh, was habe ich denn da gemacht? Boah, schmeckt das gut. Die muss jetzt auskühlen, damit man die dann später auch verarbeiten kann. Denn so ist es ja Matsche, ne? Aber ich glaube, die ist so gut geworden. Leute, Leute. Und das könnt ihr auch gut vorbereiten übrigens. Buttercreme-Gebäck kann man einfrieren. Das ist das Tolle an der Sache. Und da ich ja ein großer Einfrierer vor dem Herrn bin, natürlich auch dem Magenbypass und dem Abnehmen und dem, was weiß ich, geschuldet, ne? Ist das perfekt. Man muss bloß immer gucken, dass Buttercreme und auch Buttercreme-Gebäck luftdicht eingefroren und weggetan wird. Ah. Oh. Mm. Boah, ist die gut geworden, Leute. Mm. Immer. Ich will mich ja nicht selber loben. Aber ich tue es mal. Und das funktioniert mit Erythrit. So, hier ist jetzt die Buttercreme drin. Die kommt in den Kühlschrank. Und wenn die abgekühlt ist, das wird wahrscheinlich erst morgen sein. Oder heute Abend, mal gucken. Mache ich da leckere Kuchen draus. Ja. Ei, ei, ei. Nix wie rein. Ja, liebe Wains, das war's dann mal. Hm, wieder? Ja? Ich sag, wie immer, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu. Schaut meine Videos, liked und kommentiert. Also, ich finde, kommentieren könnte auch ruhig ein bisschen mehr sein. Das ist ja das, was mich interessiert, ne? Also, das Liken ist noch nicht mal so wichtig für mich. Ich möchte einfach was von euch hören, ne? Ein bisschen Feedback. Und in dem Zusammenhang liebe Grüße noch an Susi, die mich so nett vor einiger Zeit in ihrem Video erwähnt hat. Ich muss das mal eben ablecken, tut mir leid. Kann man nicht verkommen lassen. Boah, ich bin in Buttercream Heaven. Meine Güte, ist das lecker. Ich habe es gut gemacht, so viel steht fest. Alles schön in die spülende Maschine. Auch noch da rein. Dort noch. So. Dann kann der Thermi wieder weg. Oh. Pilzing noch drin, ja. So Leute, bleibt mir gewogen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns bald wieder. Hoffentlich.